Liebes Publikum, wie Sie es vielleicht schon mitbekommen haben, hat die FIS zusammen mit der IOC beschlossen, dass für die Wettbewerbe gleich viele Frauen und Männer nominiert werden müssen. Um für mehr Geschlechterausgleich zu sorgen, hat man nun auch beschlossen, dass bei den Betreuern und Innen und beim Trainerstab und Stäbin auch nun dieselbe Anzahl von Frauen und Männern nach Peking reisen sollen. Der IOC hat gleich bemerkt, dass sie dort noch etwas Nachholbedarf haben. Um nicht sehr wichtige Trainer und Betreuer männlichen Geschlechts zu Hause zu lassen, beschlossen sie für das weibliche Geschlecht neue Posten, wichtige Posten, bei denen man nicht wusste, wie man bisher ohne diese Positionen überhaupt an olympischen Wettbewerben teilnehmen konnte, zu erstellen. Wir von der Benshow haben exklusiv die neuen Posten beim IOC vorab erhalten. Die Händeschüttlerin. In Zeiten von Corona einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Posten während der Olympischen Spiele ist die Händeschüttlerin. Es kam nicht zu selten vor, dass dem männlichen wie weiblichen Sportler nach einem Erfolg gratulierend die Hand gereicht wurde, wodurch sie mit krankheitsverursachenden Viren in Kontakt kommen. Und schwupps ist der Medaillentraum vorbei. Deshalb wirft sich die Händeschüttlerin heldenmutig zwischen Gratulant und Gratulierten, um der Person dankend die Hand entgegenzunehmen. Nicht nur bei Gratulationen und Preisverleihungen ist sie wichtig, sondern auch bei Begrüßungen, wo sie dem Nicht-Sportbegabten die Hand reicht, den Ellbogen entgegenstreckt oder gegen das Schienbein tritt, zum Schütze der Sportler und Innen. Die Genderbeauftragte. Es kam häufig bei Interviews vor, dass Sportler und Innen, wie Reporter und Innen, im Adrenalinrausch unverzeihlicherweise vergessen, die richtige Geschlechtsformulierung zu äußern, wie beim Wort Athleten, wo sich zu Recht keine Frau sich jemals angesprochen gefühlt hat. Da kommt die Genderbeauftragte ins Spiel. Sie durchliest alle Fragen und korrigiert sie in das Geschlechtsneutrale. Sportler und Innen müssen auch zuerst schriftlich ihre Antworten an die Genderbeauftragte übergeben, damit diese erstmal Korrektur lesen kann. Sie ist auch dafür zuständig, dass artig die halbsekündige Pause vor dem Binnen-I eingehalten wird, damit es nicht zur Verwechslung zwischen Athletinnen und AthletInnen kommt. In diesen Fällen ist sie bemächtigt, die Person mit dem Versprecher oder ihn mit einem Pfeifen, Räuspern oder Schlag in das Gesicht darauf aufmerksam zu machen, dass die Person die Pause nicht eingehalten hat. Die Propaganda-Interviewte. Dieser Posten ist extra für die Olympischen Spiele in Peking angedacht worden. Sie dient dazu, dass bei jedem Interview hervorgehoben wird, dass China, wie kaum ein anderes Land zuvor, den olympischen Gedanken in sich vereint, und sollte es doch durch dubiose Mediengerüchte geschürt werden, dass China negativ dastehen lässt, dann sind sie verpflichtet, mit ihrem Leben das dem Freund des Volkes zu melden. Auf das der Person in einem kleinen 20-Augen-Gespräch erklärt wird, wie toll China ist. Sie können dies natürlich auch immer betonen, vor jeder Kamera, in ihrer Sprache. Sollten sie mancher Sprache nicht mächtig sein, dient der chinesische Staat als Hilfe und diktiert ihnen die Texte vor. Bei Erfolg dieses Postens haben auch schon andere Länder gerne bei ihrer Austragung der Olympischen Spiele diese Posten beantragt. Wie Nordkorea, Russland, Weißrussland, Afghanistan und die Hölle. Die Viertplatzierte. Weil es die Zuseher und Innen es ständig leid sind, bei der Flower-Zeremonie das enttäuschte Gesicht neben dem Stockholz zu sehen, hat der IOC nach dem Vorbild der Preisverleihungen beschlossen, eine Lückenbüßerin an diesen Posten zu setzen, die über ihren vierten Platz so freudig strahlt wie die Siegerin oder Sieger. Man sollte sich auch keine Gedanken machen, dass immer eine Frau diese Position ausfüllt, auch wenn es sich um einen Herrenwettbewerb handelt. Denn wer interessiert sich schon für die Viertplatzierten oder ihn? Die anderen Länder und Innen sind auch mit der Lösung einverstanden, dass bei den Olympischen Spielen und Innen der vierte Platz und Plätzchen immer an eine Österreicherin geht. Die Dameslip-Einkäuferin. Bei so vielen Frauen, die nun bei Olympischen Spielen und Innen, darf dieser Post natürlich niemals fehlen. Die Dameslip-Einkäuferin. Oder wollen Sie wirklich, dass ein Mann diese Einkauf tätigt, den man erst erklären muss, dass man mit Flügelbinden nicht fliegen kann? Das waren nun alle neuen Posten und Innen des IOC bei den Olympischen Spielen und Innen. Wir wünschen allen Teilnehmer und Innen viel Glück und Erfolg und Erfolgen.